Irgendwie hat es gerade, glaube ich, nicht so funktioniert. Sieht nicht schlecht aus, aber nicht wow. Das habe ich mir schon befürchtet, dass das nicht wow ist. Ja. Das steht da mit der letzten Dialogoption. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Warum sollten Sie einen Rechtsanwalt haben, Sie heulender Blödmann? Tut mir leid. Schau mal, Threepwood. Es ist ziemlich einfach. Bei dem letzten soll... Und natürlich... Danke. Einspruch! Wegen was? Wegen dieses Verfahrens, wegen ihres Huts, wegen meines juckenden Barts. Ich lege auch Einspruch dagegen ein, wie dieser Typ mich ansieht. Hey. Und gegen seinen Haken. Kapitän Threepwood, hören Sie mit Ihren dummen Ablenkungen auf, sonst werden Sie bald mit allem aufhören. Ah. So, jetzt ist er sauer. Bewahren Sie diese verrückte Pose? Hab dich! So. Genau! Wo waren wir? Gut, wir gehen jetzt wieder. Euer Ehren, ich bitte um eine Unterbrechung, um mich mit meinem Mandanten zu besprechen. Bailiff, begleiten Sie bitte Kapitän Threepwood zum Bau! Ei, ei, euer Ehren! Hey, Wache! Was willst du? Immer spielen? Ich will meinen Anwalt sehen. Schon wieder? Er wird einfach nicht schlauer. Doro? Was? Kapitän Doro? Hast du es? Ein nahezu unverwüstliches Glasauge mit Pockenfarben, so wie es jeder Pirat trägt. Hutchison, Topeka und Santa Fe! Ai, 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 ai! My eye is really scary! Also, Crimp Digit zufolge muss man es zum Aktivieren nur noch in die Augenhöhle drücken. Wie sehe ich aus? Gefährlich. Du willst damit sicher gefährlich cool sagen, richtig? Sicher, wie du meinst. Also jetzt mal zu deiner Aussage. Kein Problem, mi amigo. Ruf mich einfach in den Zeugenstand und frag mich zu dem hier. Deine Dark Ninja Dave Porzellan Power Piraten Schatzkarte? Wie hast du die denn hier reingeschmuggelt? In meinem, sagen wir mal, Mund. Okay. Dann haben wir die nochmal erledigt. Gehen wir zum nächsten Punkt über. Okay, scheint so, als hätten wir nicht alles um diesen... Gut, also gehen wir mal hin. Und scheinen das mal zu lösen. Wer geht? Oh, Sie sind's. Ich würde gerne zum Gericht zurück, um meinen Mandanten zu verteidigen. Aber selbstverständlich. Suchen wir Richter Grindstump.
Das Piratengericht von Flotsam Island ist... Ja, ja, beeilen wir uns ein bisschen. Ich möchte einen Zeugen aufrufen. Nämlich den Odoro. Ich möchte Kapitän Doro nochmals in den Zeugenstand rufen. Zieht der Oro aus seiner Zelle. Das Gericht möchte Kapitän Doro daran erinnern, dass er noch unter Eid steht. Sie? Gut. Kapitän Doro, was können Sie mir über diese Karte sagen? Einspruch! Beweisstück 42 der Verteidigung, Euer Ehren. Diese Karte hat der Zeuge benutzt, um seinen Dark Ninja Dave Power Piraten zu finden. Ich erlaube es. Aber... Halt Ihr geschwätzigen Alter den Mund! Fahren Sie fort. Ich habe diese Karte in eBay vor 6 Monaten von einem Vertreter mit einer karierten Jacke und wedelnden Armen gekauft. Er sagte, es sei eine echte Dark Ninja Dave Porzellan Power Piraten Schatzkarte. Aber ich habe seitdem erfahren, dass sie genauso falsch wie der falsche Power Pirat ist, zu dem sie mich geführt hat. Und wer war dieser feige Schwindler, der Ihnen die Karte verkauft hat? Es war... Hey, schaut euch das an! Ich hatte dieses Dokument völlig falsch abgelegt. Euer Ehren, im Auftrag der Porzellan Power Piraten Corporation möchte ich darum bitten, dass alle Anklagen im Zusammenhang mit der gefälschten Dark Ninja Dave Actionfigur gegen die Kapitäne Joaquin Dioro und Guybrush Threepwood fallen gelassen werden. Gut durchdacht, Herr Anwalt. Im Fall Porzellan Power Piraten gegen Doro, Doro gegen Threepwood und so weiter und so weiter und so weiter, entscheidet dieses Gericht für den Angeklagten. Das soll Gerechtigkeit sein? Wer wird gehängt? Ihr wollt einen hängen? Macht nur so weiter, ihr Landratten! Gut, den nächsten Zeugen. Genau, den nächsten Zeugen. Rufe Bailiff Hartek in den Zeugenstand. Mit Erlaubnis des Gerichts möchte ich Bailiff Hartek in den Zeugenstand rufen. Gerichtsdiener Hartek! Oh, das bin ich. Schwören Sie auf Blackbirds Holzbein nach bestem Piratengewissen die Wahrheit zu sagen, ohne dass Sie der Grog beeinflusst? Denke ich mal. Bailiff Hartek, könnten Sie mir sagen, was Sie von Guybrush Threepwood einfordern? Damals auf Spinner Cay... wollte ich gerade meine bescheidene Schatztruhe vergraben, meine Sammlung aus Spaghetti-Sieben, meinen silbernen Paprikastreuer und so weiter. Als plötzlich dieser Threepwood auf mich zugerannt kam, wild mit den Armen fuchtelte und mir sagte, dass direkt hinter mir ein dreiköpfiger Affe sei. Logischerweise drehte ich mich um und da war aber nichts. Als ich meine Fassung wiedergefunden hatte, war von Threepwood nichts mehr zu sehen und... Was am schlimmsten war... Ja? Er hat mein absolut noch taugliches X ausgegraben. Jetzt ist es ruiniert. Ach, komm schon. Du bist dran, Kumpel. Dum, 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 dum. Diese ganze Geschichte über Ihr X ist doch nur eine einzige große Lüge. Richtig? Nein, Sir. Come on, you're lying. Admit it. Nein, Sir. Hobbs hat sich was Unglückliches eingemischt. Machen Sie mal halblang. Oh, Sie haben mich, Sir. Aber warum? Nun, ich hatte nichts anderes mehr zu tun, nachdem du meinen Boss getötet und mich arbeitslos zurückgelassen hast. Ich hätte dich dafür belangen sollen. Oh. Euer Ehren, ich beantrage die Feststellung der Ungültigkeit des Verfahrens wegen schwerwiegender Verfahrensverstöße. Gewehrt! Gerichtsdiener Hartek, als Bestrafung für die Verschwendung wertvoller Zeit dieses Gerichts verfüge ich, dass Sie die Lissings-Perücke der Affigkeit so lange zu tragen haben, bis ich nicht mehr das Verlangen verspüre, Sie mit meinem Gerichtshammer zu feiner Pastete zu verarbeiten. Oh, das ist ja so entzückend.
Okay. Ein Zeugen noch, oder? Ich möchte Hemlock McGee zurück in den Zeugenstand rufen. Ich bin hier. Ich möchte Sie daran erinnern. Ja, ich stehe noch unter Eid. Jo, wir stehen noch unter Eid und wir haben... Euer Ehren, Piraten und anwesende Seeräuber. Hemlock McGee hat behauptet, dass ich es war. Ich, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, der diese schrecklichen emotionalen Narben verursacht hat, wegen derer die arme Miss Pretty Whiskers aus Angst gelähmt ist. Aber ich beweise jetzt, dass es nicht der bescheidene Angeklagte war, der Hemlocks unglückliche Katze traumatisierte, sondern ein viel heimtückischerer Angreifer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Gerichtssaal befindet. J'accuse Jacques der Affe. Was? Einspruch! Es gibt keine Beweise für ein Affentheater hier. Nein, fragen wir die Zeugin. Sehen Sie, Miss Pretty Whiskers ist wieder auf den Beinen und will Rache, ganz wie es eine gute Piratenkatze sollte. Miss Pretty Whiskers, komm zurück! Wir rächen uns zusammen! Euer Ehren, damit schließe ich meine Verteidigung ab. Herr Staatsanwalt! Naja, mein Klient und mein Beweisstück sind gerade weggerannt. Also muss der alte Stan diesen hier wohl fallen lassen. Gute Idee! Im Fall von McGee und Pretty Whiskers gegen Threepwood entscheidet das Piratengericht von Flotsam für den angeklagten Guybrush Threepwood! Na los, Richter! Machen Sie ihn wegen der Pocken fertig! Zwingen Sie mich nicht, den Gerichtsdiener da hochzuschicken. Gehen wir mal. Fallen gelassen. Unschuldig. Hä? Ja? Herzlichen Glückwunsch, Kapitän Threepwood. Sie scheinen sich von all Ihren Zielen klar befreit zu haben. Das haut mir den Wind aus den Segeln, Stumpfi. Ich gehe da. Warten Sie! Was ist das? Auf der anderen Seite dieses abgewetzten Papiers scheint sich ein Anklagevorwurf zu befinden. Hä? Körperverletzung mit geschmolzenem Nacho-Käse ist kein Verbrechen? Was haben wir noch? Die Kreation, Inkubation, Dissemination, Proliferation und Mastikation von Pocken oder einer pockenähnlichen Krankheit. Hier auf Flotsam ist das ein Verbrechen erster Klasse. Yeah! Pocken! Auf was plädieren Sie? Auch nicht schuldig. Nicht schuldig. Mit welcher Begründung? Pocken sind nicht meine Schuld. Die Pocken sind nicht meine Schuld, sondern LeChucks. Es hat alles mit dem verfluchten Schwert von Kaflu angefangen, beim Gelato-Felsen. LeChuck machte irgendwas Böses mit Affen und ich war nur... Aber dann hat LeChuck meine Malzbierflasche zerbrochen und ich musste Ersatz für die Zutaten der Voodoo-Lady finden. Und dann wurde LeChuck zu einem Menschen und sein Voodoo machte... Boom! Nun, das ist alles nicht meine Schuld. Euer Ehren, der Angeklagte rudert mit den Armen. Und, das können Sie mir glauben, ich kenne mich aus mit dem Rudern. Aber mal im Ernst. Wir alle wissen, dass die Pockenwolke diese schöne Insel überzog, kurz nachdem der Angeklagte und sein blutendes Anhängsel an unsere Küste gespült wurden. Das war in der Tat ekelerregend. Dann, nachdem sie alle, die in Sicht waren, befallen hatte, verschwand die Pockenwolke auf magische Weise. Und zwar exakt zu dem Zeitpunkt, als Guybrush mit dem einzigen Schiff in Flotsam, das er zuvor gestohlen hatte, wenn ich das hinzufügen darf, davonsegelte. Das stimmt! Hey, ich hatte das Schiff anständig und ehrlich gewonnen. Jetzt ist Threepwood wieder hier und so auch die Pockenwolke. Was für ein Zufall. Und gleichwohl steht er hier und tischt uns fantasievolle Geschichten über LeChuck, Voodoo-Schwerter und einen sogenannten Gelato-Felsen auf. Nun, Threepwood, haben Sie Zeugen für Ihre unwahrscheinliche Geschichte? Habe ich. Sie ist... Oh
Plünderhäschen. Haha, haltet ein, ihr plärrenden Belugas. Ich plündere euren Hafen. Bringt mir Beute, Plunder und Tant. Elaine, weniger Plünder, mehr Häschen, bitte. Und du, mein schöner Junge, lass uns in die Kapitänskajüte gehen, wo ich dich verschlingen werde. Oh, Junge. Oh, dich endlich wieder umarmen zu dürfen, das macht mich ganz... Was ist das? Es riecht nach Verrat. Wer ist diese wertlose Dirne? Niemand! Niemand! Meine rostige Klinge wird sie töten! Das war's dann mit meiner Zeugin. Dann muss sie vorgeladen werden. Bailiff, laden Sie die Frau unverzüglich vor! Ja, Sir! Sie sollten Voodoo-Vorladung benutzen. Diese kecke Meereshexe sieht nicht so aus, als respektiere sie das Piratengesetz. Ei, ei, Sir! Aber erst werfen Sie den pockenverbreitenden Hintern des Angeklagten wieder in den Bau! Oh. Also du, rühr dich nicht vom Fleck, bis ich deine Kugel und Kette heraufbeschwört habe! Hey, so würde ich sie aber nicht nennen, sie... Au! Sie könnte... dir das übel nehmen. Was ist mit dir passiert? Oh, ich werde dir sagen, was passiert ist. Ich ging in den Club 41, um diese Vorladung deiner besseren Hälfte zu übergeben, und sie warf mich schnurstracks aus der Bar. Oh, ouch. Wenn du die Banshee auf dem Stand willst, musst du sie schon selbst bedienen. Okay, dann ab in den Club, würde ich sagen. Oh, ich hoffe nur, der Doktor kann meinen Kiefer wieder richten. Hallo, meine lieben Freunde, das war's von Tales of Monkey Island. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt mir gewogen mit einem Abo und einem Daumen rauf. Und dann in der Videobeschreibung der Link zum Limlunk, mit dem ich die Alice Quest Online Let's Play und natürlich auch der Link zu allen meinen laufenden Let's Plays. Ich verbleibe also Gaming Dragon mit dem heißen Furio für diesen Part.